Hallo und herzlich willkommen bei eurer Schacheule. Heute möchte ich euch eine Einführung in das Thema offene Linien geben. Zuerst einmal zur Definition. Was wird als offene Linie bezeichnet? Eine Linie auf dem Schachbrett wird dann eine offene Linie genannt, wenn auf ihr keine Bauern stehen. In der Diagrammstellung ist die D-Linie eine offene Linie, da auf ihr keine Bauern stehen. Offene Linien sind ein wichtiger Bestandteil der Schachstrategie. Der Kampf um eine offene Linie ist in der Regel im Schachspiel sehr wichtig. Allerdings ist eine offene Linie für die Stellungsbewertung nur dann von Bedeutung, wenn Figuren vorhanden sind, die die Linie auch nutzen können. Diese Figuren sind Turm und Dame, auch Schwerfiguren genannt. In der Diagrammstellung gibt es keine Schwerfiguren, nur Springer und Läufer, die sogenannten Leichtfiguren. Hier ist die offene Linie für die Stellungsbewertung bedeutungslos. Die Ausnutzung der offenen Linie geschieht dadurch, dass Schwerfiguren auf ihr postiert werden. Man sagt dazu auch, die offene Linie wird besetzt. Das Besetzen einer offenen Linie ist meist vorteilhaft. Der Nutzen besteht in der erhöhten Wirksamkeit der Figur bzw. der Figuren. Ihr relativer Wert steigt mit der Anzahl der Felder, die diese Figur kontrolliert. Hier in der Diagrammstellung kontrolliert der weiße Turm auf D1 die offene D-Linie. Am wirkungsvollsten lässt sich eine offene Linie durch Mehrfachbesetzung mit Schwerfiguren ausnutzen. Hier gibt es eine Turmverdopplung von Weiß auf der D-Linie. Hier in der Diagrammstellung sehen wir eine sogenannte Vertrippelung. Das bedeutet, drei Schwerfiguren besetzen die offene Linie. Hier ist es am besten, wenn die Dame als stärkste und somit wertvollste Figur ganz hinten steht. Eine Mehrfachbesetzung einer offenen Linie erhöht die Wirksamkeit der Schwerfiguren. Soweit erstmal zur Einführung in das Thema offene Linien. Im nächsten Video wird es um Einbruchsfelder, Blockaden und das Vorhandensein von mehreren offenen Linien gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren.